Und jetzt haben wir Ulbrichts oder Nastis Großoffensive. Die werden sicher gut zurechtkommen. Ja, man weiß es eh, wie gut die zurechtkommen. Überhaupt Reinhold und Nasty. Man im LX2 gesehen, wie gut die zurechtkommen. Er hat kein Attentat auf sie verursacht. Würde er nie tun. Nein, natürlich nicht. Das wird interessant jetzt. Ja. Sie ist auf da schon. Ist das ein Bier? Was für ein Feldherr. Nasty, die Schwester des Dukes von Tavar, wird deine Armee anführen. Du meinst? Ja, sie ist rein und hat die Outlaws schon oft in so manche Schlacht geführt. Tja, wie ich es erwartet hatte. Eine schwere Prüfung für uns alle. Dieses Subjekt ist also unsere einzige Hoffnung. Ich reiß ihm gleich die. Entspann dich. Also gut. Dann sind wir gerüstet. Sobald wir die Maschinen soweit vorbereitet haben, werden wir in die Schlacht ziehen. Nasty, du bleibst gleich hier. Wir haben eine Menge vorzubereiten. Und dich erwarte ich auf dem Schlachtfeld vor den Mauern des Horts. Gemacht, Boss. So, nun ist es also soweit. Nun wird sich zeigen, wie gut unsere Vorbereitungen wirklich waren. Reinholds Trupp wird direkt zum Konverter vordringen und die Hauptarmee der Alps frontal angreifen. Nasty wird ihren Trupp durch die Stellungen der Alps zwischen uns und dem Konverter führen. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, wo meine Truppe am meisten gebraucht wird. Gehe ich mit Reinhold, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir in keinen Hinterhalt geraten. Jedoch hängt dann alles von Nasty ab. Die Alps dürfen den Hort nicht erreichen, sonst haben wir die Schlacht verloren, bevor sie richtig angefangen hat. Was denkst du? Ich denke, ich sehe auf deiner Rüstung einen Elefanten. Warte, es gibt Kältewerte in diesem Spiel? Ah ja, stimmt. Oh. Kältewert entsprechend. Okay, Das nehmen wir. Risiko, dass der oberste Judikator fällt, ist zu groß. Bleib hier und kämpfe mit uns zusammen. In Ordnung. So sei es. Geh nun zu deinem Feldherrn. Die Schlacht beginnt, sobald Nasty das Zeichen gibt. Lasst uns nicht zaudern oder zurückweichen, Streiter von Ignadon. Für Kalan! Lagebericht. Die ersten Maschinen nähern sich unserer Reichweite. Dann bringen wir es hinter uns. Angriff! Das wären ein Haufen weiß Roboter und einen Typen. Roboter, Roboter, Roboter. Oh, Ulbricht ist auch dabei. Ab, das ist die falsche. Ich brauche mal eine Minute, bis ich wieder weiß, wie ich das umstelle. Nein. Nein. Okay, was habe ich gerade getan? Irgendeinen Trank getrunken. Großartig! Hätte ich davor probieren können. Ich habe keine Ahnung, wer böse ist. Wir schaffen das schon. Oh, der ist doch nicht jetzt schon tot. Ach du. Er hat nicht mal den ersten Kampf überlebt. Ulbricht. Nein. Nicht Ulbricht. In der Zwischenzeit kann ich wieder rausfinden, wie ich meine Magie umstelle. Was, L1? Nein, oder? R1. Ja, R1. Verdammt. Verdammt bin ich rusty. Nicht so rusty wie Ulbricht. Der wird ziemlich schnell rosten da hinten.
Er ist jetzt schon tot. War das schon alles? Ich hoffe, Sie haben noch mehr zu bieten als das hier. Wir müssen weiter. Bleib an meiner Seite, verstanden? Weiter vorrücken! Oh, Ulbricht ist verreckt. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich diese Mission gespielt habe, ist auch gestorben. Also ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, dass er überlebt. Da ist eine Spinne. Links rauf, gerade weiter. Gerade weiter. Vielleicht uns die Spinne an, glaubst du, Nasty? Haben wir da in der Zwischenzeit wieder die... Nein. Schon wieder die falsche Taste. Warum? Hör auf. Hör auf, Spiel. Jetzt geht's. Ja, in der Zwischenzeit einen kleinen Heiltrank reinhauen. Den rechten Trank habe ich umsonst eingesetzt anscheinend. Glaube ich. Der ist wahrscheinlich schon aufgebraucht. Ah ja. Ich erinnere mich an diese Schlucht. Da gab es eine legendäre Waffe drin, die ich nicht ausrüsten habe. Ja. Oh. Der Dodge, Baby. Get dodged, baby. Oh, verdammt. Spring! Okay. Gute Arbeit, Jungs. Gute Arbeit. Habe ich kein Schwert draußen? Oh. Habe ich Schwert mit dem Schwert? Killstil. Also. Der wird das beschaffen, oder? Okay. Wir haben einen Kampfroboter noch. Der chillt da mal am Roboter angelehnt. Einen Kampfroboter und Nasty. Der Rest scheint alles tot zu sein. Gute Arbeit. Einzelner Kampfroboter, der überlebt hat. Ich nenne dich Thomas. Thomas, der Kampfroboter. Lass mich nicht noch einmal hängen, klar? Hör auf zu schlafen, Nasty. Okay. Nasty, ich und Thomas werden das schon regeln. Metallschrott. Eine legendäre Waffe diesmal. Einen Mana-Trank noch reinwürgen. Ja, das machen wir. Und eine Zweitwaffe. Erstmal Rifle. Alles klar, Thomas. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Keine legendäre Waffeln. Oben zeigt noch was rot an. Wo ist Nasty? Ah, hier. Ich bin vorbeigelaufen wie ein Idiot. Verdammt nochmal, diese Mistkerle! Statusbericht. Mir geht's gut. Das habe ich nicht gefragt. Der Konverter ist nicht mehr weit entfernt. Lass uns angreifen. Okay, eine Etappe noch. Dann trete ich dir in den Arsch. Weiter! Komm schon, Thomas. Oberstes Missionsziel. Der Kampfroboter muss überleben. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben der noch hat, aber nur wir drei sind noch übrig. Es wird eine epische Schlacht. Die Musik ist schon laut und laut. Und laut, ja. Ah, wir jaywalken Richtung Konverter. Ich wollte Kleriker-Burg sagen. Aber es ist ein Konverter. Ich habe nicht große Hoffnung, dass alle von uns überleben werden. Aber besser schnell speichern, besser schnell speichern. Okay, Thomas. Okay, Nasty. Erledigen wir die Dinger. Das sind Biester in unserem Weg. Oh, der hat kein Leben mehr, der Typ. Thomas hat kein Leben mehr fast. Schau durch Thomas sein Leben an. Ach, Nasty regelt schon, oder Thomas? Ich halte dir den Rücken frei. Keine Sorge, Junge. Wir schaffen das schon. Auch ohne Nasty. Oh nein, wir schaffen das nicht.
Thomas, bloß nicht sterben. Bloß nicht sterben. Halte. Nein, Abstand halten, Thomas. Thomas. Gute Arbeit, Thomas. Gute Arbeit. Ich darf dich nicht aus den Augen verlieren. Thomas lebt noch, das ist schon mal gut. Thomas, Achtung! Thomas, nein! Schweine! Sie haben Thomas getötet! Wo ist denn Nesty eigentlich? Ach, die chillt hinten. Er kriegt einfach mal seinen Bruder weg. Oh. Waffe wegsteckt. Frieden. Ups, nein, okay. Wir wollen keinen Frieden. Ich weiß nicht, wer da gerade Friendly Fire macht. Ist Nesty da hinten eingegangen? Verdammt, Nesty, was tust du da? Wir haben Terra Bird auf die Fresse. Ein Kreischer. Jetzt ist drüben ab. Jetzt Nesty. Jetzt schaffst du es, okay. Wegen dir ist Thomas gestorben. Soll ich dir nie verzeihen? Oh. Rip Thomas. So, yeah. Alle unsere Leute sind tot. Oh nein, da lebt noch wer. Das tun sie, ja. Das ist nur die Karte, dass er noch lebt. Okay, jetzt kann ich looten. Das Wichtigere. Thomas looten und ihn beerdigen. Halbsoldat. Das war er. Das ist ein Kleriker. Ich meine, das war er. Das war er. Reinhold, nein. Ich habe Ulbricht verloren. Er ist sofort abgetreten. Was das gemacht. Jetzt? Gehen Sie nach, ob wir auch alle erwischt haben. Wenn nicht, dann erledige den Rest. Verstanden? Ich halte hier die Stellung. Warum machst du nichts? Ich sagte, geh und erledige den Rest. Okay. Sorry, dass ich zu schnell X gedrückt habe. Kann man diesen Spiel nicht Nesty sterben lassen oder töten? Mal schauen. Wir werden es herausfinden. Oder war das Thomas? Nein, der da hinten war Thomas. Ein Kleriker ohne Namen. Wo ist Reinhold hin? Abgehauen anscheinend. Okay. Schalten wir den Konverter ab in der Zwischenzeit. Wird noch viel Arbeit hier drinnen. Oh! Fast Travel Point, yeah! Ich habe letztens gemerkt, dass ich ziemlich pleite im Spiel drinnen bin. Null Geld mehr übrig. Ist das nicht Captain Zack? Das ist Captain Zacks Konverter. Wo Captain Zack Zock hinten herumliegt. Stoß, hauen wir uns rein eigentlich. Was zum Teufel? Weil da gibt es noch gefährliche Gegner drinnen. Dort hinten war Captain Zack. Und hoffen wir, es therapiert anscheinend. Schauen wir, was wir da hinten finden. Wahrscheinlich nur Kälte. Oder Tod. Eins von beiden auf jeden Fall. Kann ich endlich Thomas wiedersehen. Es ist Kälte. Well, not worth it. Let us infiltrate the base. Die Basis erstürmen. Meh. Let me in. Mehr Machtstoß, Körperschild. Auch gut.
Hatten die gar keinen Feldherr da? Alles ruhig. War ein schwere Geburt, den Schlag rauszubekommen. Oh, damn. Don't. Ich sag, das ist ein bisschen peinlich gerade. Aber was soll man machen? Heldrang. Reicht nicht. Ich habe irgendwo Trockenfleisch aufgenommen. Letzter Brot, ja damit. War das ein lächerlicher Kampf? Eine lächerliche Vorstellung meiner Kampfkraft. Besten gleich morgen mehr Elex zocken, damit ich wieder im Spiel drinnen bin. Sonst geht das nicht weiter. Bin mit Dolmen schon durch. Auf mich anzuschießen. Nahkampf. Nahkampf, Mann. Was haben wir hier? Elektroschrott, okay, cool. Das bringt mir auch nicht das große Geld, das ich brauche. Macht Welle, macht los, haben wir gerade drin. Okay, wir sind nicht mehr geklitscht. Verstehe, was. Zu einfach. Die Kiste hätte ich nie gesehen, wenn ich da nicht zufällig drauf gedrückt hätte. Und alles für ein bisschen Radius. Das zum Erkunden nachher noch später vielleicht gut sein wird. Ein bisschen Helix. Ein bisschen Helix. Meine Stimme versagt. Wow! Gestunt habe ich's. Das wird komisch. Ja, aber es hat funktioniert. Okay, oben haben wir noch einen Fight. Ich sehe sie über mir. Körperschild wäre jetzt auch nicht schlecht. Beruhigt dich doch da oben. Wir werden mich gleich mal überraschen und anstrengend auf die Fresse geben. Hacken. Oh. Oh, verdammt, Hackspiele. Knapp. So, jetzt da. Nein. 4 hatten wir schon. 0 und 5. 5 zum Schluss. Das ergibt keinen Sinn. Geht doch. Die Tipps, die sie mir geben, ergeben keinen Sinn. Au, wo das? Da wäre runtergekommen zu mir. Rohes Fleisch. Mehr Setzerbrot. Dann habe ich viel rohes Fleisch. Schlechter Zeitpunkt. Ach, komm schon. Oh, die werden wir sowieso auf die Fresse geben. Okay, bereiten wir uns vor. Apfel mit Äpfeln. Perfekt. Das habe ich zu früh angesetzt. Die schlechteste Vorbereitung jeweils, die getroffen wurde.
alles umsonst vorbereitet. Verdammt, war er schlecht vorbereitet. Ich hab alles umsonst eingesetzt. Oh boy. Oh boy. Ich brauche eine Pause, nachdem ich die Mission fertig mache. Oh. Und werde dann die nächsten Tage wieder ins Combat reinfinden. Oh, Ruhe. Zu einfach. Genau. Genau so ist es. Plasmazelle. Die brauche ich sogar. Und abschalten. Nein, dass da oben noch ein Gegner wartet. Heiltränke, kleinen Heiltrank. Großer Heiltrank. Muss ich alles wieder erzeugen und mir Wein kaufen. Nur ich bin ziemlich pleite. Nur Geld für ein Upgrade. Bei dem Mana Upgrader. Das ist extrem pleite, bin ich. Machtstoß. Kein Gegner mehr. Unglaublich. Ein bisschen ein Elex. Das gibt's hier oben, wenn dann. Dann gibt es hier noch mehr Loot. Die ist gebraucht. Vielleicht was Cooles, Legendäres. Sprengraketen. Ja, Muni für alles, was ich brauche. Und kleine Elix-Tränke. Die werden auch gebraucht. Ja, hauptsächlich die großen, aber da kann ich mich nicht beschweren. Okay, zurück zu Nasty. Wir nehmen den schnellen Weg runter. Ich hoffe, es ist der schnelle Weg. Eindeutig der schnelle Weg. Verdammt, ich vermisse das Fliegen in Elix 2. Da war man so schnell unterwegs. Wo ist Reinhold? Deckt sich. Oh. Verdammt. You, Big Boss. Die Schlacht ist gewonnen. Verdammt, ich bin gerade erst warm gelaufen. Verfluchtes Pack. Ich bin noch nicht fertig mit euch. Hä? Was ist? Glotz mich nicht so an. Wie wär's, wenn wir ab jetzt zusammenkämpfen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass du mir geben kannst, was ich brauche. Ich brauche aber Unterstützung im Kampf gegen meine Feinde. So, deine Feinde, hä? Warum sollte ich dir dabei helfen? Kommt darauf an, was du willst. Elexit? Ruhm? Ehre? Ach, komm schon! Willst du mich verarschen? Du redest hier mit der Schwester des größten Halsabschneiders der Wüste. Das Einzige, was mir ein müdes Lächeln abbringen würde, wäre endlich mal ein würdiger Gegner. Wäre der Eispalast groß genug für dich? Hä? Ja klar, du kämpfst gegen den Eispalast. Das ist doch ein Witz, oder? Eher nicht. Warte mal, du bist doch nicht etwa dieser Altbastard, den sie in Edan abgeschossen haben. Ja, leck mich doch. Ich hab von dir gehört. Aber du kämpfst jetzt für die freien Menschen, so wie es aussieht. Das erkennt man wohl an meiner Rüstung, natürlich. Wenn der Krieg vorbei ist, müssen wir alle auf demselben Planeten leben. Wir alle am Arsch. Die anderen interessieren mich einen Dreck. Ich sag dir was, Altbastard. Ich will dabei sein, wenn's knallt. Je lauter und dreckiger, umso besser. Und keine Lakaienjobs, dass das klar ist. Ich will die ganz große Scheiße, klar? Wenn du deinen Einsatz bekommst, dann direkt an meiner Seite. Teile deinen Fetisch nicht. Okay, ich bin dabei.
Und glotz mir nicht ständig auf meinen Arsch, klar? Die Alps sollen endlich mal rauskommen aus ihren Löchern. Ja, scheiße auch. Was ist los? Warum zum Henker hast du dich gerade den erbärmlichen Waldmenschen angeschlossen? Hast du etwas anderes von mir erwartet? Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, vermutlich nicht. Naja, Hauptsache du weißt, worauf du dich da eingelassen hast und kannst damit umgehen. Mitkommen. Natürlich. Natürlich. Das sagt sie nur so. Hauptmission. Ah ja, stimmt. Aber dafür nehmen wir wen anders mit. Eigentlich will ich nochmal mit Reinhold reden. Über Ulbrichts Versagen. Verdammt, Ulbricht. Wie kann man nur so schnell eingehen? Er hat es keine 10 Meter geschafft. Dann ist er schon verreckt. Oh, werde ich doch noch den Klerikern beitreten? Magie ist nicht meins. Ganz und gar rotzt auf den Boden. Judikator Ulbricht ist von uns gegangen. Er war ein großer Mann. Sein unerschütterlicher Glaube hat uns allen Kraft gegeben. Aber wir haben immerhin eine wichtige Schlacht in unserem eigenen Land gewonnen. Nun bin ich der letzte Judikator von Ignaton. Kalan, gib mir Weisheit und Stärke, damit ich die vor uns liegenden Aufgaben bewältige. So, wirst es vermasseln. Viel Glück dabei. Und wir uns Ray zurück. Ich will Ray zurück. Da drüben. Und dann, wo ist er? Da ist er. Da sind meine Leute. Oh. Jo, Nasty. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Verstanden. Passt, passt. Episode vorbei. Als nächstes Mal machen wir mit Main Quest natürlich weiter. Peace out.